Herzlich willkommen bei Better Together, dem Kanal für Genießer. Nachdem wir letztes Jahr die Don Carlos Reserva von Natura Fuente mit einem Old Fashion genossen haben, möchte ich heute einfach zeigen, wie der ganze Cocktail zu machen ist. Vor allen Dingen handelt es sich dabei eigentlich ja um den Urvater aller Cocktails und es ist wirklich super simpel. Man braucht im Prinzip nur drei Zutaten und eine Garnierung. Man kann dazu entweder Rye oder Bourbon Whisky nehmen. Da scheiden sich auch die Geister, was da besser ist. Wir machen es heute mit Bourbon Whisky. Also was benötigt man? Mal eine Flasche Bourbon Whisky und ganz wichtig, ein mit Eis gefülltes Rührglas. Und jetzt gehen wir her und wir machen das Rezept jetzt, sage ich mal, sehr traditionell. Die Mengen kann man natürlich ein bisschen variieren, je nachdem, wie kräftig man es haben will. Aber wir nehmen jetzt mal 6 Zentiliter Bourbon in das Rührglas. Und dann braucht es noch ein bisschen Zucker, in dem Fall Zuckersirup. Und da kann man, je nachdem, wie man das haben will, mehr oder weniger geben, aber in der Regel nimmt man einen halben Cl bis 1 Zentiliter davon. Man könnte jetzt auch normalen Zucker nehmen. Der Vorteil ist, der Sirup löst sich einfach schneller auf. Und dann kommt noch so circa 3 Spritzer Angostura Bitter dazu. 1, 2, 3. Und jetzt gehen wir her und jetzt kann man quasi vorspulen, weil jetzt wird gerührt. Und zwar so lange, bis das Glas quasi richtig schön kalt ist und sich ein bisschen von dem Eis auch in dem Cocktail aufgelöst hat. Das kann schon mal eine Minute dauern. Also, let's go. So, man sieht, das Glas ist auch schon beschlagen. Ich habe es jetzt auch richtig schön kalt gerührt. Und jetzt nehmen wir einfach unsere Tools zu Hilfe und seien das Ganze in einen Tumbler ab, der schon mit einem Eiswürfel quasi da vorbereitet wurde. So, noch ein bisschen. Wunderbar. Und jetzt ganz wichtig, als Garnierung verwendet man eine Orangenzeste. Die haben wir da schon vorbereitet. Einfach mit einem Sparschäler kann man das abschälen. Und wichtig ist, dass man das jetzt aber nicht nur einfach reinschmeißt, sondern dass man jetzt noch ein bisschen ein Aroma verleiht, indem dass man diese Zeste ein bisschen quasi eindreht und sozusagen die ätherischen Öle in den Old Fashion spritzt. Und man kann dann auch noch ein bisschen den Rand damit, sag ich mal, abwischen, dann bekommt man auch schön Aroma. Das Ding kommt da hinein und fertig ist der Urvater aller Cocktails. Also, cheers und bis zum nächsten Mal, hoffentlich.